Hallo liebe Zielgruppe zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind immer noch am Steingletscher, aber gleich geht's woanders hin und das erfahrt ihr. Habt ihr schon gelesen, aber wir wollen darüber berichten nach unserem Intro. Wir sind immer noch in der wunderschönen Schweiz, aber das, was ihr jetzt seht und gleich die Abfahrtsszene des Sustenpasses, sind eigentlich die letzten Bilder aus der Schweiz. Unsere Schweizer Tour geht zu Ende. Ich würde als Zwischenfazit sagen, es war sehr schön, Daumen rauf. Also alles super gewesen, also wettertechnisch. Ihr könnt euch in Zeiten von Corona auf keine Wetter-App verlassen. Geht nach eurem Bauchgefühl und wenn ihr sagt, das ist ein schöner Platz und da ist nur 2 Stunden bewölkt, also nicht mal Sonne, bewölkt, fahrt hier hoch, es lohnt sich wirklich. Also wir waren hier nun wirklich schon teilweise dran, also hier kann man gut wandern, viele sind auch gerade, der Parkplatz ist wieder richtig voll geworden, die wollen alle wandern, wir haben leider dafür keine Zeit. Nee, und wer klettern mag, der kann natürlich hier auch klettern gehen, es sind ganz viele Kletterer hier in den Bergen unterwegs, also ja, es füllt sich der Parkplatz morgens wieder, aber abends war es oder nachts war es sehr ruhig, das muss man ehrlich sagen. Wobei, ich finde es jetzt lustig, ich mache gerade mal eine Zählung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bullis sind wir gerade hier und Kastenwagen gerade mal 4. Ja. Das wird sich bald ändern, weil bald sind wir ja auch ein Kastenwagen, und aber das ist noch lange hin. Jetzt geht's für uns nach Österreich. Wir wollen als erstes an den Ammersee, hoffen, dass wir dann Platz haben, weil wir müssen immer sagen, die ganze Tour, die wir hier gemacht haben, nichts gebucht, absolut gar nichts gebucht. Wir sind losgefahren und haben einfach auf gut Glück. Wenn es der nicht wird, dann wird es ein anderer. Also ja, irgendwo wird es schon was geben. Irgendwo werden wir ein Plätzchen finden. Also wir wollen jetzt Richtung Österreich. Hauptziel ist Kärnten, das werden wir aber heute auf keinen Fall schaffen. Jetzt fahren wir zum Ammersee und dann nehmen wir euch natürlich mit. So, unsere Österreich-Tour kann in dem Sinne beginnen, weil wir sind am Achensee. Ja, Achensee, genau. Ja. Der ist nämlich genau dort. Aber gleich mehr dazu. Wahrscheinlich ist das Mikrofon sonst nämlich nicht so gut, deswegen halten wir das gerade in die Richtung. Genau, wir werden gleich mal so einen Schwenk machen über den Platz hier und alles. Ja, wir sind auf dem Campingplatz Wimmer untergekommen. Klein und gemütlich, also ja, bin gespannt, mal sehen. Wir haben uns natürlich noch nicht alles angeguckt, aber das machen wir nach und nach dann natürlich. Ja. Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal eine E-Scooter-Tour machen und da werden wir euch einfach mal hier ein bisschen am Platz jagen. Und ja, was aber hier ist, ist ziemlich windig. Das kennen wir jetzt aus den Schweizer Bergen überhaupt auch gar nicht. Ne? Da sind wir auf 2000 Meter Höhe und hier, Dafür ein Paradies für die Windsurfer dorthin. Wenn man das jetzt sehen konnte. Ja, und wenn nicht,
Dann machen wir kurz ein Foto und blenden euch das einfach ein. Genau. So, wir werden jetzt wahrscheinlich zurück zum Platz gehen, werden unsere E-Scooter holen und werden dann einfach mal eine Runde hier umher scootern. Los geht's. Wie ihr gesehen habt, unsere E-Scooter und laufen und laufen und laufen. Okay, sie rollen und rollen und rollen. Wenn sie laufen, dann könnte ich das. Gott sei Dank rollen sie. Also, ja, scheinbar hat die Reparatur auf jeden Fall was gebracht. Ja, naja. Bis jetzt noch keine Störung. Also, bis jetzt noch tippitoppi. Mal sehen. Wir wollen ja um den Ostsee-Erfahrer damit fahren. Und dann sind wir mal gespannt, ob die das aushalten. 40 Kilometer. Ich glaube, so weit ist es nicht einmal drumherum, oder? Nein. Da bin ich echt mal gespannt. Also, wäre schon cool. Und ja. Wir sind ja auf dem Seecamping Wimmer, wieder klein, fein ist es, ist genau eigentlich genau gegenüber, kann man sagen, da ist das. Und wir wollten erst grillen, aber wir haben gedacht, nein, wir werden das in der Pfanne machen, gar nicht viel Stress. Wir haben auch unsere Ponte Rosa nicht aufgebaut, weil wir bleiben wirklich nur für eine Nacht hier am Achensee. Wobei, so wie er momentan so aufgebaut ist, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht kommen wir mit unserem Malibu auch nochmal her. Ja, das auf jeden Fall. Allerdings würde ich dann doch einen etwas größeren Platz bevorzugen. Also, ja. Ja, das ist der Nachteil. Sie sind sehr klein und dadurch wollen wir auch die Rauchbelästigung für die Nachbarn nicht so machen. Also wir haben ja keinen Gasgrill, was wir uns aber auch noch anschaffen werden. Definitiv. Für den Malibu. Und zwar ein Lotus-Grill, das können wir euch auch schon verraten, weil das habe ich jetzt nochmal entdeckt. Ach, heißt das Lotus? Naja. Lotus-Grill heißt das Ding. Perfekt. Guti, wir wollen noch ein bisschen weiter gucken. Wir fahren noch ein bisschen in die Richtung, schauen, ob da einmal ums Eck, ob das schön ist. Wenn es nicht schön ist, dann geht's wieder zurück. Ja, heute haben wir mal anders gegrillt. Ja. Nämlich gar nicht, sondern Pfannengericht gemacht. Aber es ging auch, also von daher. Ja, das ging sehr gut sogar. Man konnte sogar noch ein bisschen schneiden. Also wie gesagt, hier. Hast du gemacht. Ja, wie immer, ne? Weil momentan ist vorbei. Wir sind ja in Österreich. Österreich Drohnenflug, kostet irgendwie 300 Euro Registrierung und alles so ein Gebabbel, wo ich mir denke, also. Bin ich nicht bereit für zu bezahlen. Für was für ein Blödsinn, also naja. Deshalb gibt es aus Österreich keine Drohnenflüge zu sehen. Aber ich glaube, dafür habt ihr in der Schweiz einiges gesehen. Es gab es vielleicht sogar einen Drohnen-Spezial. Nee, es gab einen Drohnen-Spezial von der Schweiz. Mhm. Und das ist ja eigentlich schöne Bilder. Und wenn wir das nächste Mal Drohnen fliegen wollen, kommen wir halt wieder in die Schweiz. Die wissen wenigstens, was gut ist. Ja, für uns endet dann der Abend soweit. Genau, also dann nochmal kurz zum Platz. Also wir hatten erst überlegt, ob wir hier so einen Stellplatz-Guide machen. Wir werden es nicht machen, weil es ist A, sehr voll, B, sehr unübersichtlich, weil irgendwie sind es zwei Plätze. Er würde auch nicht
ganz positiv aus, wenn wir sagen, für eine Nacht reicht es auf jeden Fall aus. Vielleicht kommt man auch nochmal, wenn man weiß, dass es weniger voll ist, nochmal her. Also er ist proppevoll. Er ist klein und er ist proppevoll. Und ja, das und ist haben, ein bisschen, naja. Nicht und dann so auch nur ein Duschhaus, also das ist alles nicht so unseres. Deshalb haben wir keins gemacht, aber wie gesagt, kommt hier mal her. Es ist erst direkt am Achensee und ja, wie gesagt, für eine Nacht reicht er bestimmt aus. Und vielleicht muss man auch eine andere Saison kommen. Und wenn weniger los ist, dann ist es vielleicht sogar noch besser. Ja, wie gesagt, was hattest du gerade noch gesagt? Für uns endet der Abend jetzt. Wir werden jetzt noch, also abgewaschen haben wir schon. Wir werden alles zusammenräumen. Genau. Und dann gehen wir ins Bett. Und dann geht's morgen weiter zum Ossiacher See. Und darauf freuen wir uns sehr. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Hier vom Achensee in Tirol. Wir haben es 9.15 Uhr. Eine große Aufbruchwelle, würde ich sagen, hier. Genau, es sind schon einige zum Aufbruch und auch wir werden aufbrechen. Wir haben Pi mal Daumen, nämlich 4 Stunden 15 zu fahren zu unserem österreichischen Endziel, kann man sagen. Wir wollen zum Seecamping Berghof. Wir drücken uns die Daumen, dass... An den Ossiacher See. Genau, da wollen wir hin, weil da gibt es eine Kärntenkarte, da können wir viel erleben. Und das wollen wir euch in den nächsten Vlogs zeigen. Und wir hoffen, dass alles so funktioniert, wie wir es wollen. Wetter spielt ja hier auch mit, wie man sieht. Es war heute Morgen diesig, aber es auf einmal ist ruckzuck aufgeklärt. War die Sonne da? Gut. Wir wissen, wir kommen nochmal wieder an den Achensee. Da werden, bei der ist echt schön. Und da hat man vielleicht auch mal Bock, wirklich mal eine ganze Runde zu machen. Das heißt, weil es soll angeblich nicht gehen, aber ja, zur Not hier fährt ein Schiff. Da kann man sagen, so, man fährt bis zum Schiff und dann fährt man rüber und dann tut man so. Irgendwie geht das schon. Ah ja, da ist jetzt noch ein Paraglider. Genau, hier kommen gerade die Paraglider runter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gesehen hat, aber ja. Also wenn ihr es gesehen habt, seid ihr froh, wenn nicht, tja, wir können auch kein Foto machen, weil wir haben unsere Handys im Auto gelassen, weil wir jetzt losfahren wollen. Das heißt, wir machen uns jetzt fertig und dann geht's ab zum Ossiacher See. Angekommen sind wir, Seecamping Berghof, und wir fahren jetzt zu unserem Platz, leider nicht der Platz, den wir uns ausgesucht, den wir gerne gehabt hätten, aber trotzdem noch in Seenähe. Da fahren wir jetzt hin und genießen jetzt ein paar Tage Ossiacher See.